warum das Ganze und was bedeutet das für unsere Zukunft? Die Studie von 2023, jetzt ganz aktuell, von Harvard und Stanford, hat herausgefunden unter einer Gruppe, dass Leute, die KI benutzen, 40% produktiver sind, im Gegensatz zu Leuten, die nicht damit arbeiten. Und 18% sogar bessere Arbeitsleistungen vollbringen. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, KI zu implementieren, sei es in Sprachmodellen etc. Da gibt es ja mittlerweile genug, von ChatGPT zu Bard, zu Windows, die jetzt letzte Tage erst gelauncht haben. Von daher, sich da mal mit zu beschäftigen, es geht nicht nur um Prompts, sondern auch mehr, ist super relevant für alle, auch im HR-Bereich, nicht mal Stellenausschreibungen zu schreiben etc. Hier habe ich eine ganz besondere Formel mitgebracht, die würde ich euch bitten, im Kopf zu behalten. Das bedeutet Daten plus Relevanz gleich Engagement. Gute Daten ist, glaube ich, für die Zukunft das wichtigste Thema, wie du schon gesagt hast, Data Analytics, um halt vernünftige Datenerhebung zu machen, Daten zu lesen und daraus auch Folgeschlüsse zu machen. Zusätzlich eine Relevanz, ja, also wenn wir an Kandidaten sich gucken, ist es so, dass wir sagen, wenn wir gute Daten zum Beispiel von LinkedIn haben oder wie du gesagt hast, Adam, mal gucken, wie sieht es eigentlich aus in der Timeline, diese mit einem relevanten Thema verknüpfen, können wir ein höheres Engagement garantieren. Ja, kommt aus dem E-Commerce-Bereich, eigentlich eine relativ einfache Form. Wir konnten mit Findus Finds im letzten Jahr über 600 Bewerbungen generieren. Wir sind ein Team von 10 Leuten, habe ich gerade schon erzählt. Das heißt, sehr viel geschafft durch halt die Automatisierung KI. Da komme ich gleich nochmal zu sprechen, wie das genau ausschaut und wie die Candidate Experience ist. Wie sieht das Backend aus? Das ist wahrscheinlich die größte Frage, die ihr habt. Es ist ein bisschen wie Frankenstein. Alle Leute, die in der IT arbeiten, wissen, wie das Ganze ausschaut. Es sind viele No-Code-Tools, es sind Low-Code-Tools, es sind Programme wie Airtable, aber auch Zapier, die bei uns reinspielen. Wir programmieren viel mit Python. Also wenn ich eine NDA hätte und ihr würdet die alle unterschreiben, könnte ich genau erklären, wie unser Businessmodell dahinter funktioniert. Leider ist Simon heute nicht da, der hatte den ganzen Zettel dabei. Von daher, diesen Teil könnt ihr gleich später nochmal in der Q&A hinterfragen oder nochmal persönlich mit mir besprechen. Aber zu tief kann ich leider tatsächlich da auch nicht reingehen. Für mich ist aber wichtiger die Candidate Experience, weil wir werden immer mehr mit Automatisierung zugespammt. Das seht ihr sicherlich auch in euren LinkedIn-Postfächern, das werden Kandidaten auch sagen. Wir sehen es auch im Vertrieb, dass immer mehr Automatisierungstools zur Verwendung kommen, sei es bei LinkedIn, sei es bei Xing oder auch anderen Plattformen. Und da ist es wirklich wichtig, dass die Candidate Experience nicht darunter leidet. 88,6% haben noch keine bewusste Erfahrung mit KI gemacht. Bewusst, unterstrichen, viele haben es nicht gewusst. Ja? In den meisten Fällen kommt es vor, Amazon screent die Profile per NLP, beziehungsweise per eigenes System, NLP ist Google, aber guckt dann, dass sie non-bias Lebensläufe haben und die KI entscheidet letztendlich dann, wo die Person dann am besten hinpasst, anhand des Lebenslaufes zum Beispiel. Wenn man KI einsetzt, zum Beispiel als Chatbot, ja, auf seine Website, auf seine Landingpage für eine Position, auf seine Stellenbörse, haben wir gelernt, Stellenportal, haben wir gelernt, dass man die Wahl lassen sollte. Also zwischen, ich entscheide mich proaktiv für den KI-Weg und sage, ich möchte mal das mit einer KI ausprobieren, diesen Weg zu gehen, die Candidate Journey, oder man sagt halt, wir haben halt immer noch die Rückversicherung auf einen persönlichen Kontakt. Das heißt, man kann halt sagen, ich greife noch auf die persönliche Kontaktformular zu oder suche mir aus, ich möchte mit einem Human sprechen. Wenn aber KI eingesetzt wird und man kommuniziert das offen und sagt dazu, der Prozess ist jetzt KI-basierend, ja, war schön mit dir gesprochen zu haben, ab jetzt bist du im KI, ja, Qualifizierungs-Channel, dann immer mit einer Option auf einen persönlichen Kontakt, dass man immer eine Dropout-Funktion hat, ist unser Learning. Zielgruppengerecht KI verwenden. Wir wissen alle, dass die jüngeren Generationen eher technologieaffin sind als, ich sage jetzt mal, Stereotyp, Cis-Mann, 50, 58 etc. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Das Versenden von Links, und das ist eigentlich eine gute Sache, das Versenden von Links über Karrierenetzwerke funktioniert nicht, haben wir herausgefunden. Warum funktioniert das nicht? Dank Cybersecurity. Also alle Leute sind mittlerweile darauf geschult, von irgendwelchen random Leuten bei LinkedIn am besten nichts anzunehmen. Ja, auch nichts drauf zu klicken. Es kann schnell passieren. Von daher mein Tipp, keine Links drüber verschicken, wo die Leute dann auf euer
Jobbot.com und dann da das Ganze randomized ist, das ergibt keinen Sinn. Also wenn ihr Leute direkt ansprecht über die Portale, dann bleibt auch deren Ansprechpartner, kommt auch gleich noch. Genau, da kommt's. Wird man persönlich angesprochen, haben die Kandidaten meistens auch den Anspruch, im persönlichen Kontakt zu bleiben. Das heißt, sagt man dann auf einmal so, free to go, ja, du bist jetzt im Channel, dann springen die meisten Leute ab und sagen, what the fuck, ja, was soll ich eigentlich hier? Die Wertschätzung ist dann tatsächlich sehr schlecht. Candidate Journey ist dann keine Journey mehr, sondern einfach nur noch ein schwerer Weg. Ja? Also bewirbt man sich selbst, haben wir gemerkt, ist die Offenheit gegenüber Chatbots und KI um ein Vielfaches größer, weil man natürlich eine Intention hat im passiven Recruiting, dass man wirklich auf die Stelle will, das Commitment ist höher etc. Also da ist natürlich die Chance um ein Vielfaches größer. Ich finde das tatsächlich am spannendsten. Also die größte Angst, und das kommt von der Umfrage, ich weiß gar nicht mehr welche, wenn ihr Quellen wollt, hinterher gerne anschreiben, ich schicke euch die alle zu. Und auch eigene Erfahrung, die größte Angst, dass die KI, die größte Angst bei den Leuten ist, dass die KI unpersönlich ist. Ja, aber der größte Vorteil der KI sehen die Leute, dass die KI Bewerberauswahl nicht persönlich trifft. Ja? Also nicht anhand der Nase oder der Haarfarbe oder des Namens. Ja? Aber gerade das ist ein bisschen ambivalent meiner Erachtens nach, dass das eine die größte Angst um Persönlichkeit ist und die andere natürlich die Persönlichkeit ist. Unserer Erfahrung nach in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass Messaging immer relevanter wird, auch für die jüngeren Generationen. Mal schnell zum Hörer greifen ist aktuell noch natürlich der schnellste Weg und der persönlichste Weg. Wir merken aber ganz klar, dass Qualifizierung über die Chatfunktion der einzelnen Business-Netzwerke viel einfacher funktioniert, die Rahmenbedingungen absprechen, kurz umfassen, was ist wichtig, da ist Gehalt wichtig, da ist Transparenz wichtig, um das abzuklopfen, Zeit zu sparen und den Leuten tatsächlich da schon vorab alle relevanten Infos zu geben, die man auch geben kann oder möchte natürlich. Ja. Gute Datenstrukturen, ja, okay, ich weiß, ATS bei euch wahrscheinlich immer ein schwieriges Thema und wie werden die Daten gefüttert, aber gute Datenstrukturen liefern bessere Insights. Dadurch kann man einfach auch bessere Touchpoints tatsächlich generieren. Also wissen wir mehr über die Person und relevantere Sachen, können wir auch bessere Touchpoints generieren, die dann einfach relevanter für die Person sind. Und die KI, also künstliche Intelligenz, da gibt es ganz, ganz viele Tools, die ihr verwenden könnt für eure Datenanalysen, die ihr dann darauf anwenden könnt und eure Metadaten mal durchgucken lassen könnt und Vorschläge zum Beispiel erhalten könnt, wie ihr Sachen verbessern könnt. Anschreiben, Kontaktanfragen oder andere Sachen, Posts, Communities etc. Zuletzt wollte ich gerne noch ein Zitat enden, weil ich in der Uni gelernt habe, das ist ganz wichtig. Das ist ein Zitat von Theo Albrecht zu seinem 90. Geburtstag. Ich wollte überhaupt gar nicht hier sein, ich habe Hunger, gleich gehe ich nach Hause. Von daher vielen Dank und ich freue mich auf eure Fragen.